Versuch, hier zurückzutreten von den Differenzen und das Gemeinsame zu betonen, das, denke ich, ist daran sehr gut und das ist auch ein Blick in die Zukunft wert. Ich glaube, es geht nicht darum, so wie Sie es auch schon gesagt haben, Herr Karimi, die Lehrsätze anzuschauen, sondern was kann es wirklich für die Menschen austragen, was kann es an Lebensgewinn bringen und wie kann man das da voneinander lernen, auch im praktischen Gebet oder in politischen Aktionen, die man miteinander macht. Und ich denke, das Interessante an diesem Haus ist auch, dass es auch um ein Architekturprojekt geht. Also die materiale Umsetzung tatsächlich von religiös-politischen Ideen in ein Gebäude, das nicht fertig ist, sondern das immer weiter gebaut wird, je nachdem auch, wer die Möglichkeit hat, etwas dazu zu spenden, ist das also ein Work in Progress und so sind wir auf dem Weg. Und ich denke, es reicht sogar noch nicht aus, weil es eben hier nur um einen Trialog erstmal geht. Und weil die Vorstellung von den kollektiven Zugehörigkeiten zur Religion hier noch nicht so offen sind, wie ich sie mir sogar wünschen würde. Also ich selber, Sie hören es gerade, ich spreche von kollektiver Zugehörigkeit und ich spreche nicht von einer naturalisierten, identitären Zugehörigkeit. Und hier auch selbst in dem Papier, was Sie vor sich haben, was zu dieser Veranstaltung und zu diesem Gespräch einlädt, ist noch das Zitat von der Webseite, wo dann eben nicht über jüdische, christliche und muslimische Menschen gesprochen wird, sondern mit dem mich zu ausschließenden Begriff Juden, Christen, Muslime. Man möchte ja auch aus pädagogischen Gründen das nicht wiederholen. Aber sozusagen die Idee, fluide, also flüssig über kollektive Zugehörigkeiten zu sprechen und so nachhaltig Grenzen abzubauen, das liegt mir am Herzen. Und das ist das, was wir sozusagen in Bezug auf Religion denken können. Das können wir aber auch eben in Bezug auf Nation denken, also die Überwindung dieser essentialisierten, also wesenhaft gedachten Grenzen mit stereotypen Zuordnungen. Das müssen wir in Bezug auf Geschlecht überwinden, das müssen wir in Bezug auf die Nation und in Bezug auf Religion überwinden. Und da ist das sozusagen hier ein Beispiel. Aber Zugehörigkeit können wir sozusagen auch mit dem Begriff sogar superdivers bezeichnen, weil es eben nicht nur divers ist, sondern jegliche kollektive Zugehörigkeit ist nochmal von so vielen verschiedenen Perspektiven gekennzeichnet, die auch gewürdigt werden sollen. Insofern ist das ein Anfang und ich freue mich darauf, was das noch werden kann. Ich glaube, über das kollektive oder eben nicht kollektive Zugehörigkeitsgefühl können wir vielleicht in einem anderen Kontext nachher auch noch sprechen. Herr Bremer, Sie beschäftigen sich seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten auch mit interreligiösem Dialog oder eigentlich Polylog, müsste man jetzt sagen, wie Frau Auger das nennt. Wie schaut der aus Ihrer Sicht aus? Sie vertreten jetzt sozusagen die römisch-katholische Kirche. Wie schaut dieser Dialog, dieser Polylog aus? Ist der für Sie zufriedenstellend und mit wem wird das gut oder richtig geführt? Wo stehen wir da heute, 2022? Vielleicht noch zum Wort Polylog etwas. Da gibt es eine österreichische Philosophiezeitschrift, die so heißt und auch unregelmäßig herausgegeben wird, in der also unsere Thematik ein bisschen aufgehoben ist auch. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Gut. Und ich persönlich habe durch die indische Spiritualität zum Christentum gefunden, sozusagen. Ich bin also in dem Sinne nicht so katholisch sozialisiert gewesen, sondern in dieser, Gurdjieff gelesen oder Uspensky gelesen und so viel Literatur gelesen und das hat mich immer schon als Jugendlicher irgendwie in die Ferne gezogen, denn die eigenen Dinge waren fad und ein bisschen abgelutscht und irgendwie nicht so lebendig und deswegen hat mich das Fremde mehr angezogen, so in meiner Sozialisation bin ich also dann bald einmal ausgeschwirrt und habe mir die Welt angeschaut und war dann begeistert, eher mehr von den, asiatischen Religionen zuerst, bis ich dann erst später zur Notwendigkeit und zur Überzeugung gekommen bin, dass es notwendig ist, sich natürlich mit dem Islam auch zu beschäftigen. Das ist halt jetzt in meinem Leben halt so passiert. Aber um so einen Dialog anzustarten, das muss man natürlich im praktischen Realen auch tun. Und wenn wir jetzt in Kärnten sind zum Beispiel, wäre super, wenn ein paar Muslime aus Kärnten auch hier wären zum Beispiel. Dann würde so ein Dialog stattfinden. Wir haben versucht, nach dieser Charlie Hebdo-Attacke auf der Uni Klagenfurt ein Dialogforum Zusammenleben zu etablieren mit verschiedenen Instituten.
Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber auch mit Muslimen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht über jemanden reden, sondern miteinander reden. Und das ist irgendwie das Schwierigste. Wir rutschen immer wieder in dieses über irgendwen reden ab und schaffen das nicht richtig, miteinander zu reden. Ich erlebe jedenfalls bei uns in Österreich oder nicht nur in Österreich die Einladung zum Dialog eher so einseitig von den Christen her. Und Muslime sind nicht so aktiv in dieser Situation. Also zum Beispiel in Klagenfurt jetzt die Moschee eröffnet wurde, die Srebrenica Moschee, haben wir zum Beispiel keine Einladung bekommen, dorthin zu kommen. Man hat dann Nachhilfeunterricht mit dem Imam gemacht und gesagt, das wäre wichtig, dass wir uns offiziell einladen, damit das auch irgendwie im Dialog stattfindet. Da sind wir vielleicht auch noch in einem Lernprozess. Wir sind nicht in Berlin, wir sind nicht in Münster, wir sind in Kärnten. Das ist etwas weiter weg am Ende des deutschen Sprachraums. Da schauen die Dinge noch ein bisschen anders aus. Das wollte ich sagen. Und ich möchte zum Wort zur Brücke noch etwas sagen. Also was mir gefallen hat an diesem Wort, ich möchte eine Brücke sein, Sie haben etwas von dieser sufischen Spiritualität, wie sie mir eben aufgeleuchtet ist, nämlich ein bisschen transreligiös, wenn ich so sagen darf, zu sein. Vielleicht auch ein falsches Wort, aber sich auch hinein zu versetzen zu können in den oder die anderen. Und am anderen etwas Schönes auch zu finden. Das, was Sie auch mit Lieben gemeint haben oder was Sie den Pater Anselm Grüner so abgesehen haben, den anderen auch lieben zu können mit dem, wie er liebt, seine Religion. Also das scheint mir auch wichtig zu sein, seinen Standpunkt versetzen zu können. Und das wäre jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt befriedigend war für Sie. Sein weites Feld, wunderbar. Frau Auger, wir haben im Vorfeld ja ganz allgemein auch über Religionen gesprochen und Sie haben gemeint, dass man sich auch diesen Begriff noch einmal genauer anschauen sollte, sozusagen überhaupt eine Art Neudefinition suchen sollte. Was heißt das? Welche alten Muster müssen wir da oder sollten wir da über Bord werfen? Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass das Wort Religion als Kategorie ja relativ spät entstanden ist. Und es ist dann entstanden, als es eine Abgrenzung zur Säkularität geben sollte. Also die Kategorien, die im 19. Jahrhundert verfestigt wurden, sind so entstanden, um eben Hierarchien herzustellen für eine vermeintliche vernünftige Säkularität und eine unvernünftige Religion. Erstes bitte. Und das zu überwinden, ist eben wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch sozusagen die Sprache von den sogenannten Weltreligionen ist auch zu kurz greifend, weil dann aus bestimmten Machtgründen bestimmte Religionen dazugezählt werden und andere nicht. Ethnische Religionen werden grundsätzlich nicht dazugezählt, sondern dann vielleicht das Judentum, Christentum und der Islam. Und da gibt es dann auch noch wieder Hierarchien. Das Christentum kann dann manchmal als die vernünftige Religion dargestellt werden und das Judentum ja auch noch vielleicht, aber natürlich auf keinen Fall der Islam. Und hier sehen wir, dass diese Bezeichnungen, diese Kategorisierungen benutzt werden, um bestimmte Hierarchien zu verfestigen. Und wir können eben sehen, dass bestimmte Label oder Kategorien zu bestimmten Zeiten auftauchen, um dann die Hierarchien festzumachen. Und wenn wir darüber nachdenken, genauso wie es diese Hierarchie der Nationen gibt, die eigene Nation ist jeweils die überhöht gedachte, genauso haben wir die Überhöhung, die eigene Religion ist sozusagen die bessere, vermeintlich bessere und die anderen sind untergeordnet. Und um das zu überwinden, ist es eben, kann es helfen, wenn man sich anschaut, zu welcher Zeit die Kategorien in eine Wesenheit verliehen wurden, also wir nennen, wann die essentialisiert wurden oder naturalisiert wurden und wann es schwierig wurde, sozusagen eine fluide kollektive Zugehörigkeit zur Religion zu haben. Und das Ziel wäre jetzt eben, genau darauf wieder hinzuweisen. Und man kann das über die Frage von Postsäkularität sprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt. Da wollte ich Sie gerade danach fragen. Ja, ganz genau. Können Sie uns das erklären, was Sie genau damit meinen? Der Begriff von Post ist ja hier schon in verschiedenen Auftritten also genannt worden. Und Post bedeutet nicht, dass etwas vorbei ist, sondern wir können sozusagen über postnational sprechen und meinen damit, wir haben angefangen darüber nachzudenken, dass die Nationalität
nationale Konstellation und die nationale Zugehörigkeit mit den dazugehörigen Nationalismen zu kurzgreifend und verfestigend war. Und wenn wir über Postsekularität sprechen, weist uns das darauf hin, dass es nicht mehr die verkürzte Unterscheidung gibt zwischen alles, was mit Religion zu tun hat, ist unvernünftig und das, was säkular ist, ist vernünftig. Sozusagen eine Binarität, die nach Kant im Westen, im globalen Westen hochgehalten wurde. Und gerade aus den postkolonialen Kontexten, also das sind diejenigen, die sozusagen seit Beginn der Kolonisierung bis in die Gegenwart immer noch auch dann mit neokolonialen Bedingungen zu kämpfen haben. Aber da wurden wir darauf hingewiesen, dass Religion eben auch etwas zum menschlichen Blühen beitragen kann, dass Religion Handlungsmacht verleihen kann, dass Religion eben nicht nur negativ ist. Und das ist sozusagen etwas, was wir aus dem globalen Süden oder aus postkolonialen Kontexten lernen können. Natürlich gibt es das im globalen Norden immer auch, aber dort war das sozusagen teilweise verschüttet durch die tatsächlich ja auch zu kritisierenden Befunde, wie unterdrückerisch Religion vorkam und vorkommt. Und das muss immer mitgenannt werden. Aber eben diese neue Überlegung, dass Religion eine Rolle spielen kann in der superdiversen Gesellschaft zur Kritik von Kapitalismus, Neoliberalismus, dass Religion eine Rolle spielen kann beim Nachdenken über Ethik, dass Religion so vorkommen kann, dass man neue solidarische kollektive Zugehörigkeiten denkt, an die wir vielleicht noch nicht mal gedacht haben im globalen Norden und Westen. Und da hinzuhören, was es da für Möglichkeiten gibt, dass der sozusagen mein Plädoyer dafür steht. Also dem oft gehörten Satz, wir brauchen keine Religion, würden Sie dann eine Absage erteilen? Bei mir, in meiner Analyse, ist Religion selber ein diskursiver Begriff. Also ich nenne das, also aus der Geschlechterforschung haben wir den Begriff der Intersektionalität, also dass wir immer Geschlecht überschneidend denken müssen mit anderen Machtformen, zum Beispiel mit der Konstruktion von Rassismus, mit der Konstruktion von Klassismus, mit Homophobie, mit verschiedenen Formen von Fundamentalismen, Nationalismen. Und das kann man sozusagen für Religion auch sehen. Deswegen nenne ich oder untersuche ich oder stelle Religion in den Raum als eine diskursive, intersektionale, performative Kategorie. Religion kann also zugleich auch immer auch unterdrückerisch vorkommen, aber auch ermöglichend. Und ich glaube, mit diesem aus dem Poststrukturalismus kommt, mit der postkolonialen Theorie untermauert, kann man so eben ein flexibles, eben diskursives Verständnis von Religion aufrechterhalten, was uns ermöglicht, Religion zu kritisieren, wo sie gewaltvoll ist, was wir auch tun müssen, und sozusagen den Fundamentalismen und Neofundalismen, die wir sehen, und gleichzeitig zu sagen, es gibt aber auch, Religion kann gleichzeitig auch ermöglichend emanzipatorisch sein. Und das ermöglicht es uns eben, glaube ich, auch, Beispiele von Religion zu nennen, die auch Menschen ansprechen, auf vielleicht anderen Ebenen als eine Mitgliedschaft in den Beitragszahlungen in den Kirchen, wie wir sie jetzt manchmal haben. Frau Auger hat ja schon einige Bereiche angesprochen. Herr Bremer, wo haben die Kirchen, wo haben die Religionen in der Gesellschaft eine Stimme, wo müssen sie sie haben oder sollten sie sie erheben? Ein bisschen anschließend an das, was Sie gesagt haben, glaube ich, dass gerade in den wichtigen Fragen unserer Zeit jetzt ein Miteinander der verschiedenen Menschen stattfindet. Und ich habe das zum Beispiel so erlebt, dass in der ganzen ökologischen Debatte oder in der Frage Migrations- oder Asylfragen, da kommen Aktivisten zusammen, die aus aller Denominationen herkommen. Da sind Atheisten, da sind Kommunisten dabei, da sind Muslime dabei, da sind evangelische, altkatholische oder irgendwelche Humanisten dabei und dann auch natürlich Katholiken, eher Linke vielleicht. Aber im Grunde merke ich, dass um diese Themen, die uns momentan umtreiben, herum eine neue Solidarität unter den Religionen oder unter den Glaubenden oder unter den Menschen entsteht, wo dann die Denomination keine große Rolle spielt. Konfession keine große Rolle spielt, sondern
das, was wir brennen. Das sind eben zum Beispiel, ich würde mein House of One, wir leben ja alle in einem Haus und dieses Zitat, unser Haus ist gefährdet von Papst Franziskus, wir leben ja alle praktisch in diesem ökologischen einem Haus. Und diese Erkenntnis, dass hier zum Beispiel wir nicht so sehr um theologische Debatten oder sonst irgendwelche Dinge herumstreiten, sondern miteinander Lösungen finden, um eine lebbare Zukunft zu entwickeln und wie wir als Religionen dazu beitragen können, erlebe ich jetzt zum Beispiel in der Frage der Position des Menschen. Ist der Mensch der Mittelpunkt von allem? Und im Grunde kann man natürlich, Sie haben früher gesagt, hier wurde also die Religion missbraucht. Wir schaffen es, alles zu missbrauchen, nicht nur Kinder, wir schaffen es auch, Religionen zu missbrauchen und für unsere eigennützigen Zwecke zu verwenden. Ob wir vielleicht auch da mal umdenken können und uns aus so einem Missbrauch herausbewegen und im Grunde im Miteinander da vielleicht einen ganz neuen Zugang zu finden über das Relais brennende Fragen unserer Zeit. Das sind Friedensfragen, das sind eben auch die ökologischen Fragen. Und da frage ich mich zum Beispiel, wo steigt hier auch der Islam ein? Wir erleben manche so Öko-Dschihad-Leute jetzt, die sagen, das ist uns wichtig. Wie ist da? Da muss man ein neues Miteinander auch transreligiös aufbauen. Und wir bringen dann schon unser Denken ein, weil wir ja dann feststellen können, gut, es ist eigentlich das Christentum auch falsch interpretiert worden. Der Mensch ist nicht der Herr der Schöpfung oder die Chefin der Schöpfung, sondern eigentlich der Diener wurde falsch übersetzt, wurde falsch interpretiert, wurde falsch rezipiert, wurde auch von der Philosophie der Säkularen dann im Prinzip weitergetragen, steht uns alles zur Verfügung und auf einmal kommen wir drauf, na jetzt können die Religionen uns auch beibringen, ein Mitgeschöpf in dieser Schöpfung zu sein und aus dem heraus vielleicht ganz neue Verhaltensweisen, auch Gebetsweisen oder vielleicht auch Liturgien oder sonst irgendwelche, sage ich jetzt einmal, neue religiöse Verwandlungen auch zu entwickeln aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Und ich glaube auch, dass zwar der Euro-Islam ein bisschen ein falscher Begriff ist, aber natürlich ist ein Staat und ein Nationalstaat ein Rahmen, in dem sich etwas entwickeln kann. Und ich sage mal, wenn der Nationalstaat oder Deutschland, Europa halt irgendwie halt unter Anführungszeichen sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen, sind das andere Rahmenbedingungen für Forscher, auch für christliche Forscher, aber speziell auch für islamische Forscher und Denker, die vielleicht in solchen Nationalstaaten sich auch äußern können, so wie sie es gerne möchten, was nicht überall so leicht ist. Deswegen, gibt es eine Fatwa gegen Sie oder nicht? Gibt es. Möchten Sie dazu was sagen? Ja, sind Sie betroffen. Ja, ich glaube, Sie haben es wunderbar zum Ausdruck gebracht. Da kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Es ist natürlich auch, glaube ich, doch hervorzuheben, in Ihrem Sinne, in meiner leichteren Sprache vielleicht gesprochen. Und Sie haben es natürlich bestens das Ganze gesagt. Die Religion ist niemals ein Subjekt, ein Handlungssubjekt. Gott hat noch nie zu mir gesprochen. Und wenn ich das behaupte, dann muss ich direkt ins Krankenhaus. Der Prophet spricht nicht zu mir nach seinem Ableben. Der Koran hat noch nie etwas gesagt. Der Islam hat noch nie etwas getan. Es sind nur wir Muslime, die all das tun. Wir meinen zu wissen, was Gott von uns will und was der Koran sagt. Der Koran sagt nichts. Ich muss das koranische Wort interpretieren, so verstehen, bedeuten, auch zugeben, dass ich es nicht verstehe. Der Koran ist eine große Zumutung, weil es einfach nicht alles, was im Koran steht, für mich leicht verdaulich ist. Ich verstehe es nicht, ich will es nicht, dass es da das steht, was da steht. Ich verstehe meinen eigenen Propheten nicht, ich hadere mit meinem Gott. Aber das ist alles eben ein Beziehungsgeschehen. Und es ist wichtig, gerade Raum für Zweifel zu haben. Und ich habe in Anlehnung von Barber, dass das aus soziologischen Kreisen herkommt, auch den Begriff des dritten Raumes sehr lieb. Der heißt in meinem Sinne, dass es zwischen mir als jemand, der suchend ist, gläubig ist, wie Sie mich nennen mögen, und meiner Offenbarung, meines Gottes, was auch immer, einen dritten Raum. Und dieser dritte Raum ist nie zu überspringen. Dieser Raum heißt der Raum des Verstehens. Ich kann mich nicht an Koran halten, ich kann mich nur an mein Verständnis des Korans halten. Und zum Verständnis gehört historisches Wissen, philologisches Wissen, philosophisches Wissen und so weiter. Das heißt, je mehr mein dritter Raum, den Sie sich wie einen Garten vorstellen können, gut gebaut ist, schön ist, präzise ist,
umso besser habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass ich den Koran verstehe. Aber wenn ich den dritten Raum verkümmern lasse und behaupte, dass das Blut Gottes in meinen Adern fließt, weil ich ganz genau will, was Gott von mir wissen will, was Gott von mir will und tun muss, dann ist das schon Dekadenz und Gewalt am Werke, weil es keine Demut mehr gibt. Und das ist das, was, glaube ich, auch als ein Kriterium dienen kann, wo wir Islamismus vom Islam unterscheiden können. Es ist ja wirklich kein Beliebigkeitsding, sondern Islamisten sind eben der Auffassung, und zwar leider generell alle, dass sie genau wissen, was zu tun ist. Dass sie genau wissen, was Gott von ihnen will und warum sie auf dieser Erde sind. Die anderen, die wissen nicht so ganz, was weiß ich denn, was Gott von mir will, ob es ihn gibt und wenn es ihn gibt, wozu und warum das Paradies ein Garten ist. Ich hasse die Natur. Ich will Champions League-Finale sozusagen im laufenden Band. Das wäre für mich sozusagen Paradies. Und da immer meine Lieblingsmannschaft gewinnen wird. Das ist etwas, was ich sozusagen kaum vermitteln kann, wenn ich die Bilder, die Motive, die biblisch-koranisch sind, einfach wortwörtlich nehme. Das ist eine Verkürzung meines Lebens und Verkürzung dessen, was Gott sein soll. Insofern sind unsere Religionen, also die drei Religionen, um ganz schnell zu sagen, auch literarische Religionen. Das heißt, sie sind sprachlich verfasst und die Sprache hat eine unbändige Offenheit, die mich in Bann nimmt und ich lebe im Koran und nicht der Koran in mir. Also er ist auch Frau Auger, Sie wollten auch noch Stellung dazu nehmen. Ja, ich könnte gerne noch was zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sagen, zu die Schöpfung oder die Überhöhung des Menschen. Also wir sprechen ja auch von dem sogenannten Anthropozän, also die Zeit, in der Menschen sich schon so weit überhöht haben und die Natur so ausgebeutet haben, dass wir eben vor der Klimakatastrophe stehen. Und das sozusagen, diese Überhöhung des Menschen trägt sich nicht nur auf der Erde aus, sondern die hat auch damit zu tun, dass es wahrscheinlich auch noch also Leben außerhalb der Erde gibt. Und ich war einmal zusammen in einem Forschungsprojekt mit der NASA für ein Jahr in Princeton. Und dort, man weiß, dass wir eigentlich schon Leben finden werden. Wir sprechen jetzt nicht über intelligentes Leben. Aber selbst wenn wir Leben finden, was eben nicht auf der Erde entstanden ist, dann zeigt das ja, dass die Schöpfungsberichte, so wie sie haben, eben nicht wörtlich zu nehmen sind. Und die Frage ist also, wie werden die Religionen darauf reagieren, wenn anderes Leben gefunden wird? Und eigentlich kann man sagen, Religionen können das ganz gut hinnehmen, weil wenn es die VertreterInnen der Religionen sind, die ein offenes, flexible Vorstellung von religiöser Zugehörigkeit haben, dann können sie ja sehr gerne hinnehmen und sagen, das ist auch eine gute Idee Gottes gewesen sein, dieses andere Leben noch an anderer Stelle zu schaffen. Und wir sehen andererseits ja auch gerade mit den Aktivitäten der zivilen Raumfahrt, dass genau auch dort jetzt wieder Kapital hinfließt. Und dieses Forschungsprojekt war deswegen da, weil es sein kann, dass eben menschliches Profitinteresse in der Forschung schon das andere Leben zerstört, bevor es überhaupt sozusagen gefunden ist oder errechnet ist, weil wir die Proben wahrscheinlich schon haben, nur das Rechnen dauert länger, weil eben auch aus Profitinteressen das Geld in bestimmte Forschungszweige fließt und nicht in andere. Also es gibt auch einen Forschungsaktivismus, der mithilft auszurechnen, dieses andere Leben schneller aufzudecken. Aber das sozusagen ruft uns auch aus, noch globaler und uns sogar in Bezug auf das Universum über uns, unseren Platz im Universum nachzudenken und uns eben da auch ja, über uns, also uns selbst zu kritisieren und nachdenklich zu sein über das, was wir da unternehmen. Und da gibt es eben auch diejenigen, die dazu aufrufen. Deswegen gibt es eben nicht nur Fundamentalismus, Rassismus und Nationalismus, sondern wir sprechen auch über den Speziesismus, den wir nicht ausüben sollen. Also die menschliche Spezies soll sich nicht über andere Spezies überhöhen. Dann ist das sozusagen eine einfache Formel. Und ich glaube, gerade wenn wir auch im Bildungsbereich unterwegs sind, Jugendliche haben großes Interesse an diesen Raumfahrtsgeschichten. Da kann man auch zeigen, warum man, welche Verantwortung wir gerade jetzt in diesem Moment auch haben, nochmal in einem ganz anderen Kontext.
Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen, aber weil Sie sagen, ich nehme das Wort Verantwortung noch einmal auf. Wir haben von Umwelt gesprochen, von Ökologie oder von der Bewahrung der Schöpfung, je nachdem, wie man das sehen will. Und wir loten ja heute Abend auch Gemeinsames, mögliches Gemeinsames aus. Wäre das so ein Gebiet, wo man sagen kann, da gibt es zumindest Dialog, Trialog, Polylog, wie auch immer, in der Bewahrung unserer Mutter Erde, die uns ja alle betrifft? Nein zu sagen wäre nicht so cool, oder? Wissen Sie, schauen Sie, ja, in der Tat, das ist so, aber, weil erstens ist mir natürlich diese Verabschiedung des Menschen ein bisschen noch zu schnell, gerade wenn Sie Christliches haben wollen, um dich zu ärgern, das gehört ja auch zum Dialog. Ich meine, Gott ist Mensch geworden und kein Baum. Da haben Sie ein Problem, sozusagen. Naja, schon, also die gesamte christliche Theologie ist davon überzeugt, dass Gott Mensch geworden ist, zumindest heute. Und das ist natürlich ein Problem, was die Reduziertheit Gottes auf Erden, auf ein Wesen zu sehen ist und zumal ein Mann ist, das dürfte Sie auch etwas ärgern, und kein Mensch insgesamt. Ich glaube, man kann das sehr gut machen und Sie haben es gemacht. Die wurden erst später eingeschrieben. Also. Naja, Jesus war schon ein Mann. Ja, aber die Zuschreibung, also die essentielle Zuschreibung, essentialisierte Zuschreibung von Männlichkeit. Aber auch das nervt mich als Frau. Wissen Sie, wenn man sagt, Jesus war ein Mann, aber seine Männlichkeit war nicht so wichtig, das sagen Männer immer. Aber man darf ihnen das nicht glauben. Worauf ich hinaus will, wissen Sie, ich verstehe sehr gut, was Sie da sagen, und es überzeugt mich auch sehr, dass man genau diesen Weg gehen soll, weil es nicht darum geht, dass wir uns selbst überhöhen. Aber zugleich sind wir selbst Menschen. Und wir müssen, glaube ich, auch die Menschlichkeit kann auch Verletzlichkeit sein. Es sind immerhin wir, die darüber nachdenken, dass wir Verantwortung für die Natur nehmen und nicht umgekehrt. Ich glaube, da ist auch eine große Verantwortung da, die wichtig ist. Dass wir nicht verabschieden als Menschen. Nein, nicht verabschieden, aber sozusagen ihn verrücken. Und ich glaube, das können wir einfach nicht, weil ich aus meiner Haut nicht rauskommen kann. Aber man kann dennoch, ja genau, in diesem Sinne, dass wir uns zurücknehmen, dass wir Platz machen und so weiter. Ich glaube, da tun wir Gutes. Nur wir müssen darauf Acht geben, dass wir hier heute haben, wie Sie sagen, diejenigen sind, die vielleicht am wenigsten diesen Dialog brauchen. Sondern die es brauchen, die sind nicht hier. Die sind nicht hier. Das ist immer das Problem bei solchen Foren. Das ist ganz richtig. Man spricht also wir für uns. Ein diskursives Verständnis des Menschen. Ne? Es gibt solche und solche. Aber ich kann die evangelische Kirche ansprechen. Darf ich? Zum Beispiel. Ein evangelischer Pfarrer, Andreas Ebert, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der ist jetzt vor kurzem gestorben, sehr bekannter deutscher Pfarrer und Theologe, der im Claudius Verlag auch viele Bücher herausgegeben hat zu seiner Inauguration als Pfarrer in der Lukaskirche in München, ich sage es halt jetzt, einen Sufi-Musiker spielen lassen. Das hat ihm beinahe in der evangelischen Kirche dort den Kopf gekostet. Der musste antreten und zwei verschiedene Götter habt ihr da, die er anbetet und so weiter. Der Bischof dort hat ihn also fürchterlich ramponiert und er war ganz fertig. So, das habe ich auch gesagt. In Österreich haben wir da eine andere Kultur. Was ist da los? Frau Auger, ist das Berlin? Ich glaube nicht, dass Sie da jetzt antworten kann. Ich wollte eigentlich nochmal ein Beispiel für die Diskursivität von religiöser Zugehörigkeit und mit dann hin dann eben auch zum Christentum geben. Und zwar, wir haben ja heute am Tag schon häufiger auch über das Problem des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine gesprochen. Und die Frage war ja, also hat das auch was mit Religion zu tun? Und natürlich hat diese Vorstellung der heiligen Rus, Ruski Mir, wie das oft heißt, hat natürlich etwas damit zu tun, dass es eine Verbindung gibt von nationalistischen Interessen mit orthodoxen nationalistischen Interessen. Und das ist sozusagen, da sehen wir auch, dass es diesen Widerspruch dazu ja schon gab. Also ein Verständnis ist sozusagen so, dass die heilige russische Welt gesichert sein soll und zu der gehören dann alle orthodoxen Christinnen und dazu gehören auch alle in der Diaspora Lebenden und dazu gehört dann auch sozusagen die Ukraine und dazu kann dann auch Kasachstan gehören oder Moldova und es werden sozusagen es wird unterstellt, es gebe die einige heilige russische Sprache mit der einigen heiligen russischen Kultur und mit der heiligen russischen orthodoxen Kirche, der Kyrill der Erste dann vorsteht, und mit einem politischen Patriarchen, nämlich Putin. Und das müsse gesichert werden. Und das ist sozusagen
diese Idee einer Vorstellung einer sozusagen nationalen Verbindung oder nationalistischen Verbindung mit der russisch-orthodoxen Kirche, die ist sozusagen falsch. Es wurde schon auf dem Konzil von Konstantinopel 1872 sozusagen ein orthodoxes Konzil, da wurde schon diese nationalistische Zugehörigkeit diffamiert oder wurde kritisiert und der wurde eine Absage verteilt, weil es eben im 19. Jahrhundert Bestrebungen gab, solche in südosteuropäischen Kirchen, solche nationalen Gänge zu gehen. Und dort wurde das eben eindeutig von der Synode verurteilt. Und auch jetzt kann man eben sehen, dass es einen Einspruch gab. Schon am 13. März 2022 gab es einen offenen Brief mit einer Unterschriftenliste für den Einspruch eben gegen Putin und gegen Kyrill den Ersten. Und das haben zahlreiche orthodoxe Theologinnen und auch andere Theologinnen weltweit haben wir das unterschrieben. Und das ist sozusagen widerlegt, diese Auffassung von Kyrill den Ersten. Und man kann aber eben auch sehen, dass das schon eigentlich eine lange Vorgeschichte hat. Wenn wir uns erinnern, die eigentlich versuchen Kyrill und Putin seit 20 Jahren schon eigentlich diese Idee von der Heiligen Rus aufrechtzuerhalten. Und das hat auch insbesondere damit, war das dann damit wirkmächtig, als Medvedev Putin noch einmal wieder intronisiert hatte im Jahre 2012. Und das ist also schon 10 Jahre her. Und genau zu dieser Zeit gab es dann auch einen Protest dagegen, ein etwas orthodoxes Gebet, nämlich das Pussy Riot Punk Prayer. Und die sozusagen Punkband Pussy Riot ist in den Kirchenraum vorgedrungen und hat eben nicht, die Frage ist, war das Gotteslästerung? Nein, wenn man sich das Gebet anguckt, es ist also ein Gebet, es ist eine Gebetsform und es ruft Gott und Maria an. Es ist natürlich vielleicht etwas ungewöhnlich, es ist ja auch ein Punkgebet. Ja, der Style ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es war sozusagen eine Anrufung Gottes gegen den Missbrauch der Orthodoxie, gegen die Männlichkeitsäußerungen durch Putin, durch den Ausschluss von Frauen aus der russisch-orthodoxen Kirche und durch das gegen das Geschenkeannehmen von Kyrill den Ersten an von Putin und sozusagen durch das gegenseitige sich stabilisieren. Also man könnte sozusagen schon sehen, dass es seit 10 Jahren schon auch in Russland selbst diese Kritik gibt und natürlich diejenigen, die Kritik üben, werden dann auch verfolgt. Und deswegen ist es sehr wichtig zu differenzieren, mit wem wir zu tun haben. Aber Pussy Riot ist sozusagen auch ein Beispiel für postsekulares Beten. Und es findet auch performativ statt, es findet mit Musik statt. Es dauerte ja nur 46 Sekunden, weil sie dann schon von der Polizei verhaftet wurden. Aber sozusagen die BBC hat ja auch einen Film darüber gemacht. Genau. Also es ist eine ganz wichtige Sache, die uns auch nachdenklich machen kann. Und jetzt hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat sich jetzt gerade ja vor ein paar Tagen abgespalten von der russisch-orthodoxen, obwohl sie dir eigentlich untersteht. Aber eben auch, man kann Kyrill den Ersten, er heißt sozusagen Putin gut, er sagt, das ist ein Einsatz gegen die Verwestlichung der Ukraine. Verwestlichung, darf man da eingreifen? Das ist ein Wort, über das ich noch kurz sprechen möchte. Ich würde dann zu einem Schlusspunkt kommen und das Publikum auch noch bitten, ob sie Fragen hätten. Ja, also die sozusagen... Es gab ja die Verschärfung der Gesetze gegen Homosexualität in Russland. Und danach darf man sozusagen nicht mal positiv über Homosexualität in irgendeiner Weise sprechen, dann ist das strafbar. Und Kyrill, der Erste, sagt selbst, das ist sozusagen etwas, warum Putin auch in der Ukraine dort vorgehen muss, weil dort das nicht scharf genug gehandhabt wird. Das ist jetzt ein ganz großes Thema, da gibt es noch viel zu sagen, gerechter Krieg, Waffenlieferungen und so weiter. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir kurz eine Pause machen, einen Punkt machen und fragen, ob vielleicht jemand aus dem Publikum diesbezüglich oder auch zu den vorherigen Abschnitten, ob jemand Fragen hat. Da kommt noch der Einwand, ja, aber vielleicht gibt es zwischendurch auch Fragen. Ich vergesse das nicht, nein. Bitte. Vielen
wunderbare Diskussionen. Ich möchte nur etwas Wichtiges sagen, und zwar die Grausamkeiten, was in China passiert, was schon längst passiert ist und momentan, warum auch immer, auf die in Medien herausgekommen ist, ist aber nicht wirklich Neues. Also was die Christentum in Afrika, in Kanada, in Australien getan hat, ist auch nicht zu vergessen. Und das sind Dinge, die eigentlich eine grausame Spiel zwischen Macht und Ohnmacht ist. Das heißt, wer Macht hat, macht das. Das ist jetzt einmal dieser Punkt. Und ich wollte noch etwas sagen, das, was der Herr Professor Kerimi gesagt hat, über natürlich in Religion oder in Islam, hat er gemeint, dass das keine, dass man keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Aber eine Kleinigkeit, falls es nicht dann später gekommen ist, zum Beispiel Erbschaft ist in Islam nicht gerecht. Ich rede nicht von sozialen Problemen, die in vielen Ländern gibt, aber zum Beispiel das ist direkt in der Religion offenbar. Und da ist schon ein Unterschied. Das kann man vielleicht später hineingenommen haben, das ist schon möglich. Aber das wollte ich nur eben sagen. Danke. Ja, haben Sie auch eine konkrete Frage noch zusätzlich? Sehr positive. Ich glaube, das ist deutlich geworden, wie wichtig Begegnung und Dialog ist im Wachsen von gegenseitigem Verständnis. Und da gibt es in Kärnten, der Hans-Peter Premur hat es angesprochen, ein großes Defizit oder einen Aufholbedarf. Es gibt einen Bereich im Religionsunterricht, wo es aufgrund der Situation im Religionsunterricht zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die eben katholische, evangelische, muslimische Religion unterrichten, sehr viel Kooperation und sehr positive Kooperation, wo, glaube ich, auch einiges Positives aufbricht, was im Bildungsbereich und was die Schülerinnen und Schüler betrifft. Ein sehr schönes Beispiel hier in Kärnten. Wir haben für den Karfreitag gekämpft, nachdem der als Feiertag gestrichen wurde. Wir haben am Aschermittwoch eine Demonstration in Klagenfurt aufgerufen und eingeladen, und es waren zwei Imame dabei, die uns bei dieser Demonstration begleitet haben, also für uns, mit uns, sich für diese Sache eingesetzt haben. Und trotzdem erlebe ich hier auch in Kärnten, das ist ja auch eine Bringschuld von unserer Seite, nicht nur eine Schuld, dass wir sagen, Islam ist hier sehr zurückhaltend, gibt wenige Situationen. Ich denke, dass das vielleicht auch ein Auftrag ist, aus der heutigen Diskussion hier etwas offensiver aufeinander zuzugehen und Möglichkeiten zu überlegen, wo es diese Begegnung geben kann. Eine Frage möchte ich noch anschließen. Was uns als Christinnen und Christen in den letzten Jahren besonders beschäftigt, Stichwort Säkularisierung, Austritt aus den Kirchen, was sich hier ereignet, welche Motive, welche Gründe, dieses Phänomen innerhalb des Islam, gibt es das auch in dieser Form? Wie erleben und wie sehen Sie das? Gerne. Erst vielleicht die Antwort, kurze Antwort auf Ihre Frage und dann auch zu Ihrer Erbschaft. Ein Wort, dieses Phänomen ist auch im Islam da. Es gibt auch Menschen, die auch aus dem Islam austreten, aber nicht bei weitem nicht so, wie wir es aus dem Christentum nun sehen, sondern vielmehr gibt es eher die andere Variante, dass viele Menschen sich zum Islam hingezogen fühlen. Aufgrund der globalen Berichterstattung ist es nicht zu verstehen, wie man doch. Das heißt, es muss schon eine andere Form von Hingabe, Hingezogenheit sein. Wie gesagt, es gibt auch gerade bei den Salafisten, gibt es viel mehr Anziehungskraft, weil sie wie die heutigen Populisten, und die sind natürlich vom Denken her sehr ähnlich, einfache Antworten auf große Fragen haben. Sie verführen. Sie verführen auch die Jugend, weil wenn Sie mich fragen, jetzt zur Erbschaftsfrage, ich müsse jetzt 2-stündigen Vortrag halten und dann werden Sie meiner Meinung sein. Aber wenn Sie den anderen fragen, der wird Ihnen 2 Sekunden sagen, ja, selbstverständlich ist der Mann, weil der Mann
sowieso besser ist als die Frau und so weiter. Und das wird ihm ziemlich klar gemacht, ziemlich schnell. Und die Sache ist eindeutig, weil ihm noch zwei Zitate aus dem Koran und drei Beispiele aus dem Leben des Propheten noch aufgetischt werden. Und dann haben sie es. Bei mir haben sie es ein bisschen schwerer. Und ich glaube, das ist jetzt kein Kompliment, sondern umgekehrt. Ich bin ein Botschafter der Komplexität. Ich liebe Komplexität und ich sozusagen, ich kultiviere das Nichtverstehen. Wir müssen auch uns selbst kultivieren, dass nicht alles in unserer schnelllebigen Smartphone-beschleunigten Welt von TikTok nicht erklärbar ist. Man muss einen Text von Robert Menasse mit Geduld lesen. Es sind Sie sozusagen, wenn Sie das schnell sagen, was haben Sie in Ihrem Buch eigentlich zu sagen? Fassen Sie es mir in einem Satz zusammen. Der wird es in seiner ironischen Art und Weise machen und keiner hat es verstanden und alle lachen trotzdem. Aber trotzdem, sein Buch kann man nicht zusammenfassen. Sonst hätte er das Buch eben nicht beschrieben. Das heißt, dafür müssen Sie die Geduld aufbringen, 200-300 Seiten zu lesen. Und diese Geduld ist uns immer mehr abhanden gekommen, vor allem bei den jüngeren Generationen. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, mehr für die Komplexität zu tun. Und diese Komplexität in gewisser Weise auch sexy zu gestalten. Dass es nicht meine Antwort, die 2 Stunden dauert, sondern dass ich es in einer eleganten Form dennoch so mache, so kurz und dennoch komplex, unverständlich, dass sie dennoch sich nicht verführen lassen von einem, der ihnen etwas verkaufen will. Das versuche ich jetzt zu machen, schauen Sie es, sexy genug ist. Schauen Sie, Herrschaftsfrage im Koran ist keine Frage, die vom Himmel gefallen ist, sondern die junge Gemeinde der Muslime sind konfrontiert mit allen Fragen des Lebens, so auch mit der Frage der Erbschaft. Nun, die Erbschaftsregelung vor dem Islam sieht Frauen, also ist, hat für Frauen nichts zu geben. Eine Frau kriegt nichts, also gar nichts, weil wenn Stämme, wir haben Stammesgesellschaften, wenn das Geld, das Vermögen eines Stammes, die einem Stamm gehört, dann mit der Tochter, die von einem anderen Stamm einen Mann hat, mitgeht, dann wird dieser Stamm mit der Zeit, weil sie leider viele Töchter haben, auch irgendwann auch ihren sozialen Stellenwert verlieren. Insofern war die klare Stammesregelung, das bleibt sozusagen bei dem Mann. Und dann wird auch das Vermögen des Stammes immer konstant bleiben. Mit dem Aufkommen des Islams und die Aufwertung der Frauen natürlich, sieht alles ganz, ganz anders aus. Die Idee dahinter ist nicht, dass die Männer dann noch 3/4 kriegen oder so etwas, sondern die Idee dahinter ist Gleichberechtigung. Nur mit dem Auftreten des Propheten kann man nicht die fest verankerte Idee von dieser Hierarchie auf einmal durchbrechen. Und da geht es nicht nur bei der Frage nach der Erbschaft, das geht bei allen anderen Fragen genauso. Und oft hat der Prophet selbst, so platonisch wie er ist, ganz klar andere Ideen. Aber dann gibt es die koranische Offenbarung und er sagt, ich sage das eine, mein Schöpfer sagt das andere, es soll das gelten, was der Schöpfer will. Mit anderen Worten, wir sind noch bei weitem nicht dort, wo die Botschaft des Islams hin will. Und die Botschaft des Islam will dahin, wo es Gerechtigkeit verankert ist. Für die damalige Zeit mag das revolutionär sein für eine Frau, aber für die heutige Zeit ist schlicht ungerecht. Das heißt, wir können nicht uns an den Wort des Korans halten und sagen, das steht im Koran, sondern wir müssen den Geist des Korans suchen. Wer den Koran nicht liebt und nicht achtet, bleibt am Wort. Der Buchstabe tötet, aber der Geist des Korans will mehr, will Grenzüberschreitung, sucht das andere. Und ich glaube, auf dieser Ebene können wir, auch wenn wir historisch kritisch die Stelle lesen, ist ganz klar, was es eigentlich der Koran will. Jede andere Lesart ist vermindert die Weisheit Gottes. Die darin bestehen soll, alle Menschen gleichberechtigt zu sehen. Wenn es keine andere Frage mehr gibt, Frage von mir, wie viel Zeit haben wir noch? Keine mehr? Dann darf ich Sie bitten, dass Sie Ihre Ausführung doch noch anhängen. So viel haben wir, glaube ich, schon noch. Ich habe es unterbrochen, zuerst bitte gerne. Ich wollte dieses, also jetzt mache ich doch noch 2, nämlich diese Komplexität, wenn der Schlomo Hofmeister hier wäre, würde er sagen, Rabbi, Rabbi, hör mal auf, ich wäre gleich mit Schuge, so komplex ist alles, aber so ist es eben und diese Ambiguitätstoleranz muss man sexy finden und auch so vielleicht drüber bringen, dass das eigentlich befreiend ist und viele Menschen haben halt Angst und fallen halt dann in ihre Identität und in ihre Schwarz-Weiß-Malerei zurück, da ist ein großer Auftrag, glaube ich, von Religionen oder überhaupt von Denkern und Menschen da, aber dieses Westbashing, da ist eine metahistorische
Geschichte im Hintergrund. Wenn ich bedenke, dass nicht nur die Russen oder die orthodoxe Kirche, ich habe das am Berg Athos erlebt, das sind nicht nur die russisch-orthodoxen, sondern das sind alle Orthodoxen, sind im Grunde gegen die Evangelischen und gegen die Katholischen, das ist eine reine Verwestlichung, dann macht das der Modi in Indien, dann machen das viele, viele andere auch und das macht eben auch der Zhao Tianyang, der Philosoph, auf den eben der Xi Jinping auch momentan sehr hört. Das ist praktisch eine unglaubliche Kritik am westlichen Individualismus und an dieser Verwestlichung, sagen Sie, haben das Wort gebracht. Das finde ich übrigens auch bei Benedikt dem 16. Ja, ich benutze das anders, als Sie das jetzt ja, das ist mir schon klar. Aber ich wollte sagen, also unsere Werte, die uns wichtig sind, ich sage das jetzt nicht auf Sie bezogen, sondern ich glaube, dass da eine Allianz existiert unter gewissen Fundamentalisten oder fundamentalistischeren Denkweisen, die quasi das Projekt der Moderne im Grunde angreifen. Und diese Antimodernismen, das ist so ein Art Kit, der, glaube ich, viele verbindet, nicht nur das Geld. Bitte noch für Sie auch ein Schlusswort, weil wir müssen. Wir müssen vorsichtig sein, dass die Moderne auch Universalismen und da zuvor hatten wir schon sozusagen Kolonialismus und die von Ihnen auch zu Recht kritisierte Mission in der Welt. Also deswegen, also wir dürfen keineswegs vergessen, wie viel Gewalt wir in die Welt gebracht haben. Und das muss immer mitgedacht werden. Und deswegen kann man nicht so einfach Werte der Moderne und Werte des globalen Westens aufrechterhalten, sondern wir denken, wir sollten, wie wir es hier schon versucht haben, durch diese postkoloniale Kritik gehen. Und eben Werte wie Mehrdeutigkeit, um das einfache Wort zu benutzen, hochschätzen lernen. Und wenn wir das wieder noch einmal hier in diesem Kreise sozusagen christlich zurückbinden möchten, dann gibt es schon das biblische Wort Metanoia. Das heißt eben nicht Buße, sondern es heißt eigentlich Umdenken. Und dann geht es eigentlich auch um eine Verführung zum Umdenken. Wie kommt das Neue ins System? Wie verführen wir denn die Menschen im positiven Sinne umzudenken? Und das kann man sozusagen christlich oder muslimisch oder in anderen religiösen Kontexten andenken und anregen und versuchen, da weiterzugehen. Aber wir können sozusagen nicht bei diesem Status quo der westlichen Moderne stehen bleiben, sondern das muss weitergehen. Und deswegen, ja, wir können nicht universalistische westliche Werte einfach so aufrechterhalten, sondern wir müssen sie postkolonial und antirassistisch kritisieren. Danke sehr. Ich darf zum Schluss jetzt, fast hätten Sie mir mein unter Anführungszeichen Schlusswort gestohlen, das ist nämlich ein Zitat von Ihnen, Sie haben es vorher schon einfließen lassen. Sie schreiben, die Zukunft kann nicht in Toleranz münden, in der Anstrengung Brücken zu bauen, sondern in Verantwortung selbst zur Brücke zu werden über die Toleranz hinaus. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, schließt auch hier an. Meine Damen und Herren, Ihnen ganz herzlichen Dank. Sie sehen, es gäbe noch viel Bedarf an Diskussion und auch noch viele Themen, die wir hier alle nicht mehr behandeln können, vielleicht ein andermal. Jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank, war sehr interessant, auch für mich, auch ich habe viel Neues gelernt. Dankeschön. Danke, dass Sie dabei waren.